Hallo, ich bin Babette, habe seit 13 Jahren ein eigenes Schuhgeschäft in Leipzig und möchte euch heute was über Erstlingslauflern und Krabbelschuhe erzählen, beziehungsweise was man beim Kauf beachten soll, gerade jetzt im Winter. Das ist für viele interessant und wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Hallo, liebe Eltern und hallo, Interessenten an hochwertigen Kinderschuhen. Oder generell, wie sagt man so, Fragen, die einen einfach mal so auf der Seele liegen. Heute geht es um Kinderschuhe für die Erstlinge, für die Krabbler, für die Laufanfänger, für die kleinen Mäuse, die gerade erst mal so anfangen wollen mit Laufen. Da ist ja schon alleine mal die erste Frage, wann brauche ich was? Generell kann man immer schon mal so sagen und so frage ich auch bei mir im Geschäft immer nach, wie weit ist denn das Kind mit Laufen an sich? Weil es gibt ja nur auch gerade Kinder, die sich erstmal, wie sagt man so, im Inbegriff sind, sich aufzurichten. Sie ziehen sich an den Möbeln und Gegenständen hoch und da möchte man natürlich auch etwas gerne haben, was nicht nur zu Hause für einen ordentlichen Stand sorgt, sondern eben halt, wo ich das Kind auch mal aus dem Wagen nehmen kann, wenn ich es einfach mit ihm im Park spazieren gehe, wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe, wie auch immer. Ich will das Kind mal abstellen und will halt nicht immer aufpassen müssen, ist es jetzt sauber, ist es jetzt trocken, wie auch immer. Wichtig ist vor allen Dingen immer erstmal der Entwicklungsstand des Kindes. Und das wird jede gute Verkäuferin immer fragen, wie die Mutti das so empfindet. Generell ist es auch immer so, dass wir immer die weicheren Schuhe für die Laufanfänger empfehlen. Natürlich für den Hausgebrauch und ich sag mal, wer jetzt nicht gerade im Winter leider das Pech hat oder in der Übergangszeit das Pech hat, laufen zu lernen, für den seien immer diese Lederpuschen empfohlen, die es von verschiedenen Anbietern gibt. Kann man eben halt wunderbar als Hausschuh nehmen, weil die sind knautschig, die sind weich, die sind super flexibel, verhindern auch das erste Wegrutschen der Füße. Einziger Nachteil ist, die müssen halt immer wieder aufgeraut werden. Viele nehmen sie für den Hausgebrauch. Im Sommer oder im Frühjahr hat man auch viele Kinder damit auf der Straße gehen sehen. Also je nachdem, wie das mir als Mutter lieber ist, packe ich dem Kind die Füße ein oder auch nicht. Eine wunderschöne Alternative zu der ganz normalen Lederpusche mit Ledersohle ist also zum Beispiel hier auch der Anbieter Anna und Paul. Wie ihr seht, ein wunderschön schlankes Modell, auch wieder mit einer super flexiblen Sohle. Krabbelspitze bedeutet, ich rupfe mir nicht gleich vorne oder ramponiere mir gleich vorne die ganze Spitze ab. Ich habe aber auch schon eine wasserundurchlässige Sohle, die ich einfach mal abwischen kann, wenn es doch mal irgendwo nicht so ganz sauber oder ganz trocken ist. Ja. Also in dem Fall, da gibt es verschiedene Ausführungen. Für den Winter sei es immer empfohlen, wer den Fuß einfach bloß warm halten möchte, gibt es zum Beispiel auch ganz edle Schuhe mit Lammfell, also diese sogenannte Double Face, auch wieder nur für das Kind, was halt im Wagen sitzt, hält die Füße schön warm, kann ich zum Beispiel auch wunderbar hochkrempeln, habe ich dann wie so ein kleines Stiefelchen. Für alle anderen. Wo die Kinder eben halt jetzt schon so Anstalten machen, Mami, ich möchte jetzt raus, da drüben ist der Spielplatz, da will ich hin. Da muss man dann halt sehen. Also auch hier wieder weiche Schuhe wählen mit einer schönen, weichen, flexiblen Sohle, damit der Fuß wenig von seiner motorischen Sensibilisierung verliert und dass er weiterhin auf verschiedene Untergründen gut ertasten, gut ausbalancieren kann, auch wenn sie erstmal tapsen wie die kleinen Bären. Aber der Fuß ist ja ein Instrument, das will ja erstmal, wie soll ich sagen, geschult werden. Es will gekräftigt werden. Und das passiert natürlich nicht, wenn ich sozusagen gleich ihm ein steifes Brett unterlege. Deswegen auch wieder hier mein Hinweis, schaut euch die Schuhe genau an, dreht sie, wendet sie, biegt sie ruhig, da hätte bestimmt auch niemand was dagegen. Und guckt euch die Schuhe einfach genau an. Vor allen Dingen passen sie zum Fuß eures Kindes. Weil, da ist es natürlich auch schon wieder sehr bemerkenswert, es gibt halt Schuhe, die etwas schmaler ausfallen. Und es gibt natürlich auch Schuhe, die etwas breiter ausfallen. Und dann muss man sich das Ganze mal angucken. Am besten immer mit Kind. Ferndiagnosen sind äußerst schwierig für eine Verkäuferin zu deuten, weil jede Mutter hat ein anderes Gespür oder ein anderes Empfinden für den Fuß ihres Kindes. Man sagt vielleicht breit und meint eigentlich einen mittleren Fuß. Und nur die Mamis, die schon eigentlich wissen, dass sie selber auch unter einem schlanken Fuß leiden oder in der Familie das schon mal öfters vorgekommen ist, dass man da Passformprobleme hat, die wissen von vornherein, wenn ich schmale Füße habe, dann hat das mein Kind auch.
Also schaut euch Schuhe immer ganz genau an. Wichtig ist, wäre auch noch zu sagen, kein Lieferant arbeitet in einem Krabbel-, Erstlings- oder Laufanfängerschuh, was im Grunde genommen sehr dehnbarer Begriff ist, beziehungsweise das eine lappt in das andere über. So ein Krabbelschuh kann ich auch einen Laufanfänger anziehen. Ja, der krabbelt halt bloß mehr, deswegen habe ich auch vorne so eine Krabbelspitze und deswegen heißt er auch so. Ich kann aber auch zum Beispiel diesen Schuh, der eigentlich schon eine wunderbare gerade Laufsohle hat, kann ich auch noch mit zum Krabbeln verwenden, denn nicht umsonst habe ich hier vorne eine Schuhspitze, die gleichfalls hochgezogen ist. Und genauso ist es bei diesem wunderschönen Modell und genauso ist es bei diesem schönen Modell. Eins muss man zudem auch mit erwähnen, hier ist natürlich bei den kürzeren Schäften mehr Bewegung im Gelenk erhalten. Das heißt, Kinder laufen da nicht so wie, oder stark wie eine Holzpuppe, sage ich jetzt einfach mal. Hier durch den höheren Schaft kommt natürlich oder geht die Bewegung aus dem Gelenk weg. Ich habe hier erstmal ein steiferes Verhältnis dazu. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ja, viele kommen damit auch nicht zurecht und denken dann erstmal, huch, ich kann jetzt gar nicht meinen Fuß bewegen. Aber nach den ersten paar Schritten, deswegen lassen wir die Kiddies auch meistens immer erstmal den Schuh testen, legt sich das im Allgemeinen und auch, wie sagt man, dieses Unwohlsein mit diesem neuen Element da unten an den Füßen. Nicht jedes Kind ist ja hoch erfreut. Juhu, es gibt neue Schuhe. Das sind also diese Aspekte, worauf ich immer wieder sage, sollten Eltern auf jeden Fall großen Wert legen. Weiche Sohlen, flexible Sohlen, Stoßkappe ist für die Laufanfänger und für die älteren Kinder immer gut. Und vor allen Dingen, es sollte ein weiches, knautschiges Material sein, weil das geht dann auch richtig mit dem Fuß mit, macht jede Fußbewegung mit und schränkt ihn sozusagen nicht ein. Und damit stehen dann sozusagen auch im Winter, in dieser etwas trüben Jahreszeit, einem gesunden Fußwachstum steht damit nichts mehr im Wege, wenn man als Mami dieses alles mit berücksichtigt. Ich wünsche euch viel Spaß, probiert es aus und ansonsten bis zum nächsten Mal.